Hallo zusammen. Heute habe ich eine kleine Review und zwar von einem Linsenkit und zwar dem Linsenkit aus dem aktuellen Yps-Heft. Da wollte ich mal probieren, was taugt dieses Linsenkit einfach. Ich habe gerade noch eins von einer anderen Firma im Test, was ich auch ausprobiere. Und da dachte ich mir, komm, hey, kaufst dir mal so ein Yps-Heft, wenn sie sowas dabei haben. Das ist bestimmt ganz cool und wir können das uns mal hier angucken. Also ich nehme das mal ab und ich packe das schon mal aus. Mal gucken. So, was das für einen Eindruck macht. Wir reißen alles. So, Linsen da raus. Zack, weg. Und ja, das Erste, was ausfällt, es wäre nicht schlecht gewesen, hätten Sie eine kleine, ja, einen kleinen Beutel oder so dazu gepackt, wo man das dann nutzen könnte. Und jetzt muss ich mal rausfinden, wie man das hier drauf kriegt. Okay. Der hier hat eine Halterung. Der hier hat eine Halterung, der hat keine Halterung, der vermute ich, der wird hier drauf gesteckt. Schauen wir uns mal dieses Objektiv an. Das müsste das Makroobjektiv sein. Also wir klicken das mal hier drauf. Das geht ganz gut. Ein bisschen verdrehen. So. Okay. Und dann stecke ich das mal hier auf meine Kamera. Ah, was mir nicht so gut gefällt, auf dieser Seite haben wir überhaupt keinen Schutz, das heißt, hier ist kein Plastik drüber, hier auch nicht. Das heißt, das liegt alles voll auf eurem Telefon und könnte zu Kratzern führen. Ein bisschen vorsichtig sein. So, dann mal die Kamera-App starten. So, und jetzt gucke ich mal. Makro, 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 ja. Das funktioniert ganz gut. Was haben wir denn hier? Gucken wir uns den mal an im Makro. Machen wir das mal. Ja, das sieht schon mal nicht schlecht aus. Ich probiere mal eine andere Linse aus. Kriege ich die wieder runter? Drehen, aber in welche Richtung? Hier, das sieht gut aus. So, nehmen wir mal diese hier. Also ewig lange wird man da keinen Spaß mit dran haben, weil so feste sitzt das nicht, aber so ein bisschen was zum Spielen. Ja, naja, das ist hier Fischaugenoptik und da sehen wir noch richtig viel von diesem roten Bereich. Also, naja, das ist mal nicht so prickelnd, diese Linse. Und dann probieren wir nochmal diese hier aus. Ach so, jetzt muss ich ja wieder das Makro erst draufpacken. So, und die da drüber. Dann wird das irgendwie ein Weitwinkel sein oder so. Und auch hier sehen wir den roten Kranz noch drumherum. Also auch das funktioniert nicht so wirklich gut. Das heißt, das Einzige, was man wirklich gebrauchen kann von den Linsen, zumindest mit dem iPhone, ist die Makrolinse, die war ganz okay. Und ja, ich werde das jetzt mal draußen ausprobieren. Mal ein bisschen gucken, dass ich da ein paar Fotos mitmache, wie das so sich verhält. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe jetzt mal eine Weile mit den Linsen rumgespielt und ich muss sagen, ich bin nicht besonders begeistert. Ganz im Gegenteil, ich bin sogar sehr enttäuscht von den Linsen. Ihr seht jetzt gerade ein paar Bilder eingeblendet und hier gerade die Weitwinkellinse und, Moment, das ist die Fischeilinse und die Weitwinkellinse sind im Grunde nicht zu gebrauchen. Da hat man immer diesen dicken roten Rand und ja, damit macht es einfach keinen Spaß, dann zu fotografieren. Man könnte natürlich sagen, komm, ich schneide den Mittelteil aus und lasse das Rote dann einfach verschwinden, aber das lohnt ja nicht, also dann wird die Auflösung einfach irgendwann mies und dann kann man es auch gleich sein lassen. Und dann haben wir noch die Makrolinse. Die Makrolinse ist dann noch das Beste an dem ganzen Ding. Das kann man tatsächlich gebrauchen, wenn man das jetzt hier mal draufstülpt nochmal. So, und jetzt muss ich gucken, dass ich die hier richtig ausgerichtet finde. So, dann habe ich hier minimale rote Ränder, leichtes Reinschimmern rein. Ja, gucken. Und das geht dann schon. Ich kann ja nochmal hier irgendwas, habe ich hier, da, Ball.
Zack. So, dann hat man minimale rote Ränder. Je nachdem, wie der Fokus ist, sieht man die auch gar nicht mehr. Aber naja, das ist schon ziemlich mies, wenn da nur eine Linse, ein Objektiv wirklich funktioniert von den dreien, die da mitgeliefert werden. Und so ganz günstig ist das ja auch nicht. Also so eine Zeitschrift, klar, da hat man noch die Zeitschrift dabei und die ist auch ganz witzig. Das ist jetzt nichts Tolles, aber ja, kann man mal durchblättern. Und dann kostet das Ding ungefähr 7 Euro, nee, Moment, 6,90 Euro kostet das in Deutschland, 7,40 Euro in Österreich. Und ja, für 6,90 Euro, da kriegt man, glaube ich, auf Amazon schon irgendwo ein paar bessere Objektive und Linsen fürs Telefon. Wer da mal Lust drauf hat, damit rumzuspielen. Und wenn man ein paar Euro mehr ausgibt und dann hat man auch noch was anderes. Also diese Dinger, die sind, ja, das ist, ich meine, klar, irgendwie ein Gimmick, ne? Kennt man ja noch. Und das ist wie ein Kinderspielzeug früher waren, die waren ja auch nicht toll. Nichtsdestotrotz, also das ist schon sehr mies, wenn da so ein dicker roter Rand ist. Wenn das jetzt nur so ein bisschen an den Kanten wäre, wäre das ja okay. Aber so in der ja, Stärke ist das eigentlich übertrieben. Ganz zu schweigen davon natürlich, wie die Verzerrung ist, wie das Bouquet dann da hinten aussieht. Dass das nicht besonders ist, okay, damit hat man gerechnet und das ist auch völlig okay. Aber ja, diese roten Ränder, das geht eigentlich gar nicht. So, ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, Thumbs up. Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Macht's gut, bis dann und tschüss.